Hallo, ihr wunderbaren Löwen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Euch stehen Aufregungen in der Liebe ins Haus und auch in eurem Familienleben gibt es einiges zu regeln. Viele von euch sind auch beruflich sehr gefordert. Es wird also ein spannender Monat. Falls ihr in einer persönlichen Angelegenheit Beratungsbedarf habt, meldet euch gerne bei mir und natürlich auch, wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau für 2019 wünscht. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Informationen verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Wegen der aufregenden Konstellationen rund um die rückläufige Venus herrscht bestimmt viel Gesprächsbedarf und deshalb verlose ich diesmal eine Beratung. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt und was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos. Also bleibt dran! Bevor wir in die aufregenden Sterne im Oktober für euch schauen, hier noch der Hinweis, dass ihr euch über alle langfristigen Tendenzen jederzeit im Jahreshoroskop 2018 nochmal informieren könnt. Entweder im Video oder in meinem Buch zum Nachlesen. Jetzt im Oktober ist Liebesgöttin Venus die absolute Hauptfigur am Himmel und sie steht bei euch im vierten Sonnenhaus des Heims und der Familie. Dort wird sie am 5. Oktober rückläufig und das kann für euch einige Turbulenzen mit sich bringen. Wenn es auf den Neumond am 9. Oktober zugeht, bildet sie eine immer stärkere Spannung zu Mars und Lilith im Wassermann und die stehen bei euch im Partnerhaus. Was bedeutet das nun? Die Venus steht für unsere Beziehungen, aber auch für unsere Werte und Vereinbarungen. Der Mars und Lilith zeigen Konfliktpotenzial in Partnerschaften und Begegnungen an. Womöglich lasst ihr euch auf bizarre neue Liebschaften ein oder ihr werdet von frechen Flirtpartnern provoziert. Und das passt irgendwie alles nicht so wirklich zu euren eigentlichen Wertvorstellungen von der Liebe und von Beziehungen. Wenn ihr schon in einer bestehenden Partnerschaft seid oder auch wenn ihr Familie habt, können neue Begegnungen für Irritationen sorgen, weil sie sich nicht in euer Leben integrieren lassen. Eine andere Bedeutungsebene wäre, dass in eurer Partnerschaft der Partner sehr schnell gereizt reagiert und auf Distanz geht, wenn ihr zu dominant seid und wenn ihr Druck ausübt. Schaut euch dazu bitte auch nochmal mein Video über Lilith im Wassermann an. Für euch gilt auf jeden Fall auch, was ich in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, die Atmosphäre ist aufgeladen und wenn man sich unbedacht verhält und nicht sensibel auf den Partner oder die Menschen, die einem wichtig sind, eingeht, kann es zu Brüchen in der Beziehung kommen. Weil die Venus bei euch im Haus der Familie rückläufig wird, kann sie auch anzeigen, dass ein Familienmitglied nach längerer Zeit wieder auftaucht oder auch ein verflossener Partner aus der Vergangenheit, was in der Familie für Unruhe sorgt. Außerdem kann die rückläufige Venus hier auch anzeigen, dass es in der Familie Streitigkeiten ums Geld gibt. Wer wie viel hat, wer wie viel ausgeben soll und darf und so weiter. In den ersten 3 Wochen des Oktobers habt ihr die Sonne noch sehr günstig in der Waage stehen. Das hilft euch dabei, liebevoll und wertschätzend zu kommunizieren und eventuellen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, wozu ich euch sehr rate. Nur halt am Neumond selber wird es schwer, weil dann die Sonne auch noch in Spannung zu Pluto steht. Aber zum Beispiel das Wochenende vom 13. und 14. Oktober ist günstig für gemeinsame Unternehmungen, die euch zusammenrücken lassen und Unstimmigkeiten verscheuchen. Die Woche drauf ist nochmal recht stressig, übrigens auch beruflich, besonders für die Löwen der ersten Dekade. Die haben viel zu tun und die Vorgesetzten verhalten sich zeitweise etwas unberechenbar, was es euch nicht gerade einfach macht. Der 19. und 20. Oktober sind nochmal ausgleichende Tage. Und am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann bei euch für die kommenden 4 Wochen zusätzlich den Bereich Heim und Familie. Das ist eigentlich sehr positiv, aber sie steht dann erstmal gleich frontal zum Uranus und das ist eine recht explosive Spannung, die der Vollmond am nächsten Tag, am 24. dann nochmal aktiviert. Und das alles im Aufregeraspekt zu eurer Sonne. Und wenn ihr hier mal auf das Löwezeichen schaut, seht ihr, dass ihr in diesen Tagen nur rote Aspekte habt, also nur Energieaspekte. Da kann es schon mal passieren, dass man sich aufregt oder nicht mehr schlafen kann oder aus einem Impuls heraus etwas tut, was man hinterher bereut. Sorgt in diesen Tagen gut für euch und achtet darauf, dass ihr euch nicht noch zusätzliche Aufgaben und Projekte aufladet, die euch noch mehr Nerven kosten. Stattdessen treibt lieber Sport oder vergnügt euch erotisch, wenn ihr einen Liebespartner habt. Das hilft, diese Spannungsenergie in bessere Bahnen zu lenken.
Auch körperlich fordernde Unternehmungen mit der Familie, zum Beispiel eine Herbstwanderung oder ein Besuch im Kletterpark, würden euch gut tun, damit ihr gemeinsam lacht und schwitzt und hinterher einfach keine Energie mehr da ist, um sich zu streiten. Erwähnen muss ich noch, dass es unter der Vollmondspannung auch beruflich zu einem Krach kommen kann. Zum Beispiel, weil Businesspartner die Meinung ändern oder geschäftliche Abmachungen nicht einhalten wollen. Am Wochenende vom 27. und 28. sorgt der Mond in den Zwillingen für Ausgleich und er zeigt auch, dass ihr euch im Zweifelsfalle euren guten Freunden anvertrauen solltet, ehe ihr etwas Unüberlegtes tut. Zum Monatsende kommt wieder mehr Leichtigkeit auf. Der Merkur geht in den Schützen und die Venus läuft zurück in die Waage. Beides sind für euch günstige Aspekte. Zu Halloween geht auch der Mond in euer Zeichen Löwe und zeigt gute Partystimmung an. Wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, ohne es zu einem größeren Streit kommen zu lassen und auszurasten, habt ihr es geschafft. Denn im November ändert sich die kosmische Energie zu euren Gunsten. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.